Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einem weiteren OMSI 2-Video. Schön, dass du wieder da bist. Ja, wir schauen uns heute einen neuen Bus an. Und zwar ist es der Soul City von Sobol. Ja, in einer Beta-Phase. Und dementsprechend werden wir uns das Ganze, wie gesagt, in der Folge heute mal angucken. Wir sind hier auf der Karte Berlin-Reinickendorf. Eine kleine, feine Karte, wo man mal so kleine Busse mal immer so ein bisschen vorstellen kann. Und ja, dementsprechend ja, lade ich euch ein, mal ein anderes Modell uns hier mal dementsprechend mal ein bisschen anzuschauen. Das Ganze kommt in verschiedensten Varianten her. Wir haben jetzt hier die 10-Meter-Variante mit 3 Türen. Es gibt eine 12-Meter-Variante mit 3 Türen. Es gibt eine 18-Meter-Variante mit 4 Türen. Dementsprechend ja, könnt ihr hier ja, wieder gute Qualität erwarten, denn das Ganze kommt nämlich von Sobol, ja, wie ich es ja schon anfangs erwähnt hatte. Und ja, der ist natürlich schon bekannt, ne, für die MANs, die er gebastelt hat, und die Neoplan, ne, mit richtig schönen Moddings. Dieser Bus allerdings befindet sich hier noch in der Beta-Phase und das merkt man leider auch ziemlich schnell, dass der Bus halt noch nicht fertig ist. Irgendwie fährt sich der Bus nicht wirklich rund, ja. Er schwenkt manchmal so teilweise extrem komisch aus, ja, dass du halt so wirklich schmale Kurven gar nicht kriegen kannst, weil du dann halt immer überall irgendwo aneckst mit dem Bus. Soundtechnisch, ja, ist er natürlich auch noch nicht wirklich auf der Höhe. Und tja, was noch? Ja, das Problem ist halt, soundtechnisch kann der bis jetzt auch sich noch nicht wirklich, wirklich präsentieren. Aber deshalb ist es ja eine Beta. Ne, Beta sind immer so ein bisschen, um zu gucken, ne, wo sind die Fehler. Dann kann man sich das Ganze so ein bisschen aufschreiben, ein bisschen notieren und das Ganze dann dementsprechend halt immer so ein bisschen anpassen noch. Aber das sind jetzt so die Sachen, die mir persönlich jetzt so ein bisschen aufgefallen sind. Wenn wir jetzt mal so in den Bus mal so reinlinsen, sehen wir hier schon wieder, die Qualität ist wirklich vorzüglich. Ja, also hier merkt man schon wieder, dass hier so ein bisschen so Payware-Niveau wieder losgeht. Ja. Aber gut, wie gesagt, Sobol halt. Ne? Und das sieht halt wirklich schon exzellent aus. Ist natürlich jetzt für viele vielleicht ein komischer Bus, weil den, ja, den kennen sie so wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich so noch nie gesehen. Aber ich bin auch immer so ein Mensch, ich gucke mir auch gerne mal so andere Fabrikate an, statt immer nur das Gleiche, was wir bis dato jetzt hier immer so haben. Mercedes, Solaris, MAN oder sonst irgendwas, ja. Ist es halt immer schon mal schön zu sehen, so, ne, was macht der Rest der Welt halt. Ja, sonst sieht es hier eigentlich extrem hübsch aus, das Ganze. Wenn wir uns jetzt mal hier an unseren Fahrerplatz setzen, sehen wir hier oben schon so einen interessanten Monitor hier. Ja? Der, ich glaube, der wird irgendwann mal auch funktionieren. Bloß jetzt allerdings, ja, sehen wir hier AmiBIOS. Pentium 2, 910 MHz, 132 MB Arbeitsspeicher, okay. Und das BIOS ist hier von 84 bis 99, da muss auf jeden Fall mal ein Update her. Und wir haben ein Chip Array Virus on Guard in der Version 1.64 und wir können jetzt hier noch Enter drücken. Wundervoll, ja, das ist natürlich großartig. Aber sonst seht ihr halt wirklich, ne, die Texturen wirklich alle knackscharf. Da kann sich auf jeden Fall, braucht man sich, ja, nicht verstecken. So anderen Bussen halt. Also ich finde halt so Busse sowieso immer ziemlich großartig. Ne? Also ihr seht halt wirklich, es ist halt wirklich gute Qualität. Ja, auch der ganze Drucker hier, ja. Du siehst hier jede einzelne Schramme drin. Wahnsinn, ja. Was kennst du eigentlich nur immer so, ja, von Payware-Bussen halt. In der Regel gibt natürlich auch andere Payware-Busse, aber pst. Sonst, ja, von außen sieht er, ich finde Volvo ein bisschen ähnlich. Ne? Also Volvo kommt dem schon relativ nah, gerade was so vorne mit den Lichtern angeht. Aber hier sehen wir natürlich das ganz große S halt, ne, für Soul City. Polnisches Kennzeichen halt drin. Und sonst, wie gesagt, auch die Felgen hier natürlich. Ja. Guckt euch das an, das sieht aus, als ob das hier echt alles großartig. Also fantastisch. Hier auch die ganzen Knöpfe hier, ja, und die sind extremst scharf, ja. Je näher du rangehst, ne, desto mehr siehst du das Ganze halt dann auch. Ja? Also wundervolle Arbeit wieder mal. So von der Textur definitiv. Das ist unser Dashboard hier. Ja, ihr seht es hier. Ich finde ganz normal, wie gesagt, hier mit Soul City Logo drauf auf dem Lenkrad. Wir sehen auch hier, wir haben hier eine Tür drin. Ne? Ja, also darauf achten, dass ihr die Tür... Oh. Hier vorne zum Beispiel sperrt, ne? Denn wenn da natürlich Leute einsteigen, macht das natürlich wenig Sinn, ne? Dementsprechend habt ihr hier einen Taster, wo ihr dann raufdrücken könnt. Ich starte mal ganz kurz. Natürlich ist mir beim Spawn natürlich gleich ein Bus wieder hinten reingefahren. Ich hoffe, der funktioniert jetzt hier noch.
Dann könnt ihr jetzt hier zum Beispiel die Tür sperren, ja, sodass, wenn ihr jetzt hier die Tür aufmacht, auch wirklich nur diese Tür öffnet. Ne? Sieht man hier, genau, hier sieht man das. Ist der uns jetzt, wollte gerade fragen, ist der uns jetzt schon wieder hier reingefahren? So, ne, hier sehen wir das halt. Hier ist noch eine Tür zwischen, ne, und da wäre natürlich sinnvoll, wenn die dann auch dementsprechend gesperrt wird. So passiert euch nicht, dass hier vorne irgendwie Leute einsteigen, weil ich glaube, die glitschen dann hier einfach nur durch und das sieht halt natürlich ein bisschen fail aus. So, aber was fällt uns auf? Keine Kasse oder sonst irgendwas, ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Sprich, Ticketsverkauf funktioniert hier nur in der vereinfachten Funktion oder aber ihr stellt hier die Tickets aus. Aber ich finde das halt immer ein bisschen blöd mit ohne Tickets, wollte ich gerade sagen. Wir wählen mal ganz kurz mal hier unsere Linie aus. Falkenplatz nach Altheiligensee. 7.24 Uhr ist Abfahrt. Aber wir werden jetzt nicht groß nach Turmplan fahren, glaube ich. Guck mal ganz kurz. Haben wir jetzt den falschen ausgewählt? 7.24 Uhr. Tatsächlich passt das. Das ist großartig. Genau. Und sonst alles wie gewohnt, ne? Licht. Ja, das. Obwohl, das ist. Das ist crazy. Das ist eigentlich mein Licht für vorne, ne? Also mein Abblendlicht. Aber hier geht auch innen drin dann das Licht an. Das ist natürlich ein bisschen nicht so gut. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Licht drin. So, ja, sonst, klar, wie gesagt, ihr könnt da natürlich das auch alles einschalten. Das sieht ja irgendwie auch interessant aus, irgendwie aus wie so für Temperatur hier. Und machen wir nichts. Fenster, klar, können wir öffnen und schließen. Ja, mehr gibt es hier halt nicht wirklich, ne? Wenn man mal kurz über das Lenkrad, eine Haltestelltaste, wir haben die Knieling-Funktion, Entschuldigung. Mann, kennt ihr das? Der Hals immer so schön kratzt, richtig fies. Sonst können wir natürlich das Ganze uns natürlich auch durchschauen, aber ihr seht schon, dass das Ganze hier ein bisschen so polnisch oder sowas ist. Ja. Ich drücke jetzt mal hier auch mal auf Start, ja. Der bootet der jetzt und dann seht ihr, ne? Also so Englisch oder sowas wäre natürlich vorteilhaft gewesen, so musst du jetzt ein bisschen raten, dass du jetzt hier eintippst. Hier ist der Ticketapparat, den ihr einschalten könnt. Über die drei schaltet ihr das Ganze aus und, oder an, je nachdem. Aber sonst sind ja hier die ganzen Symbole eigentlich klar hier, ne, die hier drin stehen. Hier haben wir die Linie, die wir jetzt hier einstellen können. Wir sind jetzt auf der Linie 27 unterwegs, also 02700. Und machen wir einfach mal 1. Was macht er? Nichts macht er. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Plan geladen habe. 1. Macht er nicht. Machen wir mal speziell 02700. Ein Schulbus. Das ist natürlich fail. So, speziell. Betriebsfahrt. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Weiß nicht, warum man hier nicht ein ganz normales Gerät drin eingebaut hat. Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Also den Kurs hat er ja scheinbar. Aber er schildert halt nicht wirklich um. Wie gesagt, kann jetzt natürlich auch sein, dass die Hofdatei jetzt hier fehlt oder sowas. Wir können das Ganze dann natürlich aber auch hier einstellen. Na. Ah, so, ich sehe gerade, ich habe eine falsche Hofdatei drin. Ha, dann ist natürlich klar, wenn es nicht fehlt. Dann machen wir jetzt einfach Betriebsfahrt, was soll's. Wie gesagt, juckt der jetzt in dem Falle keinen, ne? Ja, sonst, hinten natürlich, Türen gehen auf. Wir haben vorne hier noch die dritte Tür, die ich hier manuell mit Taste halt öffnen muss. Das ist natürlich ein bisschen, wenn du es halt nicht richtig eingestellt hast, ja, dann ist natürlich ein bisschen fail. So, dann schauen wir uns mal jetzt mal den Motor an. So, Motor ist an. Wie man unschwer hört. Vorwärtsgang rein, Handbremse raus und dann
So, der Kollege will rum. Schafft das? Er schafft es. Wundervoll. So, ja, nur mal um euch zu demonstrieren, ne? Soundtechnisch kriegt er auf jeden Fall keine Bestwertung. Ja? Also soundtechnisch ist es halt wirklich schon, also vom Motor her, richtig, richtig eklig. So dieses Rattern und sowas, ne? Das klingt schon ziemlich nice, ja. Wenn es halt so poltert und so klappert da drinnen, wirklich fantastisch. Aber dieses hier, wartet. Und sonst seht ihr auch, ne? Also der Bus, der hat es schon nicht einfach. Jetzt blinken hier auf einmal unsere Tachos, weil wir so schnell runtergebremst haben. Ja. Auf einmal die Warnblink angegangen. Aber der zieht auch richtig ab, ne? Also passt mal auf. Ja, also auf seine 100 kommt er auch. Ja, also wenn er mal ein bisschen schnellere Touren fahren wollte oder sowas, mal Autobahnen ausreizen wollte, dann könnte er den Bus natürlich auch benutzen. Wie gesagt, von der Lenkung passt halt, ja, also da kann sich das auch nicht, fühlt sich das schon gut an. Aber wie gesagt, wenn du jetzt hier zum Beispiel so einfach so mal um die Kurven fahren willst, ja, gefühlt stimmt da halt irgendwas nicht halt, ja. Also das fühlt sich halt irgendwie nicht richtig an. So, lässt uns der Kollege raus. Das ist ja wundervoll. Bitte Leute hier in Reinickendorf. Und hinten auch natürlich, ne? Oh. Also, sobald du eine Notbremse machst, gehen automatisch halt die Warnblinker an. Kenne ich auch nicht bis dato. Ja, an der Seite steht halt auch nochmal Betriebsfahrt halt dran, ne? Also so an sich geht das schon in Ordnung. Aber wie gesagt, ich bin halt der Meinung, er ist noch nicht final. Da muss man auf jeden Fall nochmal ein bisschen drum tüfteln. Anständige Repaints findest du auch noch nicht so wirklich, ne? Das sind halt diese, ja, schon ausländischen Repaints. Müsste man sich vielleicht mal ransetzen, da mal irgendwie sich mal da so ein paar Repaints zu erstellen. Aber ihr seht halt, ne, also der zieht schon gut ab. Wenn ihr halt keine volle Vollbremsung macht, ne, dann geht das halt auch schon extrem gut. Ja, ja, auch die Kameraposition hier, die ist, wenn du jetzt hier nochmal guckst, halt so, ne, jetzt bist du halt noch hinter dem Lenkrad, ja. Wenn du jetzt einmal drückst, dann bist du auf dem Lenkrad. Und das ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig halt auf jeden Fall. Kannst du in den Spiegel gucken. Okay. Ah ja, warum ich hier runter gucken soll. Ja, da werden wahrscheinlich noch einige Funktionen halt dementsprechend fehlen halt. Ja, Leute, das ist der Soul City von Sobol.
Wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch den Link unten in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr am besten euch mal den Bus ja mal selbst anschauen. Vielleicht auch mal eigene Repaints dafür kreieren. Vielleicht mal so deutsche Repaints. Ja, das wäre vielleicht eine ganz klasse Sache. Aber wie gesagt, vergesst nicht, das Ganze ist hier noch ein Beta-Bus. Ne, sowohl hatte den ja vor einiger Zeit mal angekündigt gehabt. Den hat man, glaube ich, auch in den ÖPNV-News mit drin. Vor einiger Zeit. Wie gesagt, da hat man ja schon erste Bilder davon gesehen. Und ja, wie gesagt, jetzt ist er halt schon seit einiger Zeit übrigens schon verfügbar. Ich hab's bloß nicht geschafft, den mal irgendwie mal jetzt hier mal aufzunehmen. Aber ja, könnt ihr ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten, ob ihr selbst schon mal mit dem Bus was zu tun hattet oder ob das jetzt für euch auch komplettes Neuland ist. Dann nutzt doch gerne die Kommentarfunktion, schreibt es am besten mal unten mit rein. Und vielleicht wisst ihr ja sogar mehr, ja, dann wäre natürlich cool, wenn ihr da mal einen Link dazu schickt. Ja, vielleicht gab es ja schon ein Update für den Bus oder sowas. Dann ja, ebenfalls alles unten in die Kommentare. Leute, damit verabschiede ich mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Mit einem kleinen Show-View, keine Ahnung was, mit Sobol Soul City. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.